Mein Name ist Alistair Linford. Ich bin Physiotherapeuten hier in dieser Klinik seit 2002. Habe ich in sehr vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet. Im Moment ich arbeite jetzt in der Geriatrie. Ich bin in Afrika geboren, in Zimbabwe, und ich habe versucht, als Balletttänzer etwas zu erreichen. Ich habe vorgetanzt vor Royal Ballet in London. In dem Zeitraum, es war die beste Schule in der ganzen Welt. Das bedeutet, dass wenn ich mein Training da mache und ich habe gleichzeitig meine Lehre gemacht, ich konnte dann aussuchen, wo ich möchte tanzen und wann und wie. Durch diese Möglichkeit hatte ich die fast gesamte Europa, habe ich in jedem Land getanzt. Und irgendwann habe ich vorgetanzt vor Kiel, hatte ich auch einen Platz hier dann in die Opera House bekommen und habe ich dann insgesamt habe ich 16 Jahre professional getanzt. In Ballett ist es irgendwo so, dass man kriegt eine Verletzung oder so und man ist sehr schnell weg von dem Beruf. Und durch die Verletzung am Schwunggelenk habe ich überlegt, was kann ich das tun nachher als Beruf. Und ich musste zur Physiotherapie gehen, zur Behandlung. Und das war die Anfang. Ich war bei der Physiotherapeutin und sie hat gesagt, oh, du hast ein gutes Gefühl für Menschen, du hast ein gutes du kannst analysieren Bewegung durch den Ballett und Choreografie sehr, sehr schnell. Dadurch kannst du sehen, was ist los oder was ist nicht optimal. Nach der Ausbildung fertig war, habe ich dann in die Uni vor 5 Jahren gearbeitet und danach habe ich mir hier vorgestellt. Und dann seit dann bin ich hier in diesem Bereich. Und ich habe die Leitungsposition vor ein paar Jahren übernommen und danach hatte ich festgestellt, dass ich habe viel Spaß mit Patienten zu arbeiten. Und hier in der Klinik haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, auf verschiedene Bereiche zu arbeiten. Das habe ich genutzt und habe festgestellt, dass irgendwann in der Geriatrie ich könnte alle verschiedenen Möglichkeiten zusammenbringen. Und das macht es sehr, sehr interessant für mich. Nicht nur Neurologie oder Orthopädie oder Traumologie. Hier könnte ich das alles kombinieren zusammen. Und das gibt ein gesamtes Bild. Und das bringt mir viel mehr Spaß in diese Richtung. Ich muss viel breiter denken an alles, was ich da tue. Aber der Erfolg ist viel größer da in die Richtung. Wir arbeiten mit den Ergotherapeuten und den Masseuren zusammen. Und wir haben ein super großes Team hier und wir alle unterstützen einander in diese Richtung. Eigentlich wollen wir diese Selbstständigkeit für die Patienten wieder erreichen, so gut wie möglich. Die haben bestimmte Voraussetzungen und wir müssen nutzen, diese Voraussetzungen, was sie haben, zu ergänzen, sodass sie zu Hause alleine Sachen schaffen. Das ist nicht immer möglich, dann müssen wir ergänzen, was wir können dabei in diese Richtung. Aber ich glaube, dass jeder Patient möchte so selbstständig sein wie möglich. Und das ist dann unsere Aufgabe in diese Richtung, zu sagen, das fehlt, wie können wir das aufbauen und was die haben, wir nutzen das in Kombination, etwas wieder aufzubauen und diese Selbstständigkeit entwickeln. Für mich die schönste Sache ist, wenn ich merke schon, dass die Patienten selber merken, dass es besser geht. Wenn er ist glücklich, wie gesagt, dann bin ich froh, dass er merkt schon, dass es geht in die richtige Richtung. Jeden Tag ist wie eine große Bild, ist ein Puzzle und man steckt die Teile zusammen und dann am Ende von dem Tag diese Bild ist dann fertig. Und das ist, was bringt dem Spaß, ist, diese kleinen Teile zusammenzustecken und sagen, okay, jetzt das funktioniert, jetzt das funktioniert.